Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shoyuki hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind endlich da, wo wir ankommen wollten. Ich habe den Weg jetzt einfach im Voraus ein bisschen gemacht, weil in der letzten Folge war das jetzt etwas hinausgezögert. Dafür haben wir ein schönes Gebiet freigeschaltet und werden uns auch noch später darum kümmern, ein paar Läden abzukaufen, damit Rom wieder auf Vordermann gebracht wird. Aber erstmal sind wir an unseren ersten Punkt angelangt und ich glaube, wir wissen, was das für ein Ort ist. Ich glaube schon. Es ist sehr schick auf jeden Fall. Und wir reden dann einfach mal mit den netten Damen. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve. Wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto! Aiuto! Madonna Solare! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Da wollte die Dame gleich sofort mit unserem lieben Ezio flirten, aber das... Das wundert mich gerade, dass er das nicht angenommen hat. Aber in Ordnung. Schwere Verhandlungen. Das nötige Geld abliefern, um die Besitzerin der Rosa in Fiore aus den Händen der Sklavenhändler zu befreien. Warte, wir geben denen echt Geld? Nicht schwimmen. Oh nein. Ich liebe schwimmen. Okay, gut. Ich versuche mein Bestes. Müssen wir jetzt echt Geld sammeln dafür? Wir müssen echt Geld sammeln. Verlieren wir jetzt echt das ganze Geld? 2500 ist echt viel. Und bis jetzt kriege ich ja noch nicht wirklich was daraus. Na gut, okay, dann versuchen wir einfach, denen unser Geld zu geben und das Geld einfach wieder zu holen. Ich meine, manchmal funktioniert das so. Man sollte sich ja nicht, naja, zeigen von der schwächeren Seite. Ich meine, wir haben immerhin Möglichkeiten, uns zu wehren. Das tut mir jetzt leid, Wärter. Ich wollte dich jetzt gerade nicht schubsen. Und ich weiß gerade auch nicht, wie weit das weg ist, aber ich möchte gerade die Karte nicht benutzen, weil ihr wisst, ich kann die Karte einfach irgendwie nicht benutzen. Ich bin zu schlecht dafür. So, und auch ansonsten... nicht schwimmen zu dürfen, ist auch ein bisschen mies, weil ich bin ein Mensch, der, ja, nur schwimmen kann. Ich falle nämlich immer aus Versehen ins Wasser. Ich weiß gar nicht, ob ich... welche Sachen ich irgendwann richtig synchronisiert bekommen habe, weil irgendwann habe ich es mal nicht geschafft. Und dann war es es halt. Das war knapp, Ezio. Ja, okay, bitte dich. Dankeschön. Puh. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich weiß, dass du sowas noch nie gesehen hast. Oh, warte. Sollen wir es einmal probieren? 900. Habe ich so viel Geld gehabt? Ja, gerade noch. Was war das denn? Ein Kunsthändler. Ich habe das Unnötigste der Welt bis jetzt gekauft. Wir haben Gemälde freigeschaltet. Obwohl, ich glaube, die haben auch Karten. Sie können in Geschäften investieren, um mit den nächsten Einnahmen größere Gewinne zu erzielen. Wenn Sie genug investieren, werden Sie außerdem mit Gegenständen aus Geschäfts- und Aufträgen belohnt. Hinweise: Reden Sie mit dem Besitzer und wählen Sie die Option Investieren. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Investitionen. Was? Warte, Risikofaktoren, Gesamtinvestitionen, 0, ja, ist klar. Gesamteinnahmen, übrige Zeit, globale Investitionen, wieso übrige Zeit? Was heißt, achso, bis das nächste Geld kommt? Elfenbein, Münzen von Flat, dem Fehler, indische Diamanten, Auslösung, Geschäftserlöse aus den Kunsthändlerinvestitionen, Schrumpf... Was? Bitte, was ist das? War das schon immer da? Leute, wenn das schon immer da war, dann habe ich das nie bemerkt. Nein. Nein, wie doof bin ich. Geschäftsaufträge. Was? Diese Geschäftsaufträge beenden, um die Vatikano-Schatzkarte freizuschalten. Was? Was ist das? Also die Sachen kannte ich. Aber die unteren habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ein anderes Mal, Herr. Hä? Sag mal, bin ich auf der falschen Welt? Ich bin gerade sehr verwirrt, wenn ich ganz ehrlich bin, aber das ist ziemlich cool. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass ich das nie bemerkt habe. Egal.
Das machen wir alles später. Ich wollte eigentlich nur was kaufen, damit wir vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Geld bekommen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Und diese Story, die wir jetzt gleich rechts lesen konnten, das geht um eine Brücke und das muss nicht sein. Ich muss keine Brückengeschichten lesen. Es gibt hier so viele Brücken und zu jeder Brücke gibt es eine Geschichte. Falls es euch interessiert, dann tut es mir leid. Ihr könnt es mir auch sagen, dann lese ich die vielleicht alle nachträglich nochmal, aber ansonsten werde ich das nicht machen. Das ist nicht das Spannendste, was man machen kann. Wann bin ich jetzt endlich da? Wo ist der Hafen? Ich meine, ich bitte dich. Und so viel Geld habe ich jetzt nicht, dass ich das kaufen kann, sonst hätte ich es gemacht. Okay, wir sind da. Wir sind da. Einen Moment. Hier ist das Schiff. Und hier könnte ich hin. Perfekt. Ich bin nicht geschwommen bis jetzt. Guck mal, hier ist ein Borgia. Moment, Moment. Warte. 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 Nein. Ah, Mann, wieso mache ich das immer? Karte, Karte. Nein. Komm schon. Ja, das machen wir noch nicht. Das machen wir vielleicht später. Seid ihr wegen der Hure hier? Ayutate me. Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen. Nein! Wendet euch an Cesare! Das ist echt, dafür sind wir jetzt hergekommen. Dafür, dass die jetzt ankamen und... Nein! Oh Gott! Und dass sie sie getötet haben. Aber das passiert so oft, das hätten wir wissen müssen. Niemals funktioniert das mit Lösegeld. Okay, wer schlägt zuerst? Hallo? Nein! Oh Gott! Wieso kann ich nie kontern? Ich bin schlechte Kontern! Ich geb's zu! Ich habe noch Medizin. Und wir müssen noch Medizin kaufen. Und ja, Leute, ich weiß, wenn es euch aufregt, dann tut's mir schrecklich leid. Ich kämpfe eigentlich nur mit der versteckten Klinge. Das geht leider bei mir nicht anders. Willst du... Guck mal, das sind Sklavenhändler, ja? Das sind Sklavenhändler. Und du musst da nicht extra eingreifen. Die wollten mich killen. Ich wollte es ganz lieb machen. Das verstehe ich. Lass mich los! Du Doofer! Dankeschön. Okay, und jetzt sind es nur noch zwei. Ich glaube, der dritte ist gerade weggelaufen. Die sind ziemlich gut. Die sind ziemlich gut und sehr flink. Vielleicht kann ich deswegen nicht unbedingt immer kontern. Okay, wir haben unser Geld wieder zurückgeholt. Und die Texte über die Kurtisanen lese ich jetzt nicht, weil das ist so ein Standardtext, den man kennt. Also auch mit den Söldnern und den Dieben und dementsprechend lassen wir das. Wie groß ist denn eigentlich das Feld? Ich möchte gerne wissen, ob ich den Hauptmann von hier aus dann einfach ganz einfach erreichen kann. Ich kann es ja einmal probieren, oder? Einen Moment. Hey, lass dich nicht erwischen! Kann ich nicht... Attentat? Perfekt. Oh, Leute, manchmal... manchmal klappt es doch schon ganz gut, aber das sage ich jetzt. Gleich greifen die mich alle an und ich bin tot. Weil Lebensanzeige und so ist nicht so bei mir dran. So, und hier ist der Wachmann. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht... Oh, Gott sei Dank bist du so runtergefallen, ey. Ich hätte nicht gewusst, was ich sonst machen sollte. Einen Moment. Können wir nicht... Ein... Höher? Perfekt. So, der Wachmann... Oh Gott. Oh Gott, Ezio. Da ist jemand. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott. Psst. Dankeschön. Oh, okay, bis jetzt klappt es ganz gut. Und für einen Borgia-Turm mit 4 Sternen ist das gar nicht so schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Kann ich von hier aus oben ein Attentat machen? Das wäre nämlich so Hammer. Wirklich so Hammer. Einen Moment. Ich probiere es mal aus. Also ich muss ihn nur markieren und warten, bis er hier ist. Und wenn es klappt, dann klappt's. Leute, ist das schön. Nee, wieso? Ich habe den doch schon erreicht. Ich habe mein Ziel schon erreicht. Also, ich gehe jetzt den Borgia-Turm hochklettern. Kann ich das? Du hast es verlernt, Ezio. Du hast den großen Sprung verlernt. Hä, warte. Sind die jetzt alle weggerannt? Was für Wachmänner. Leute, was für Wachmänner. Findet ihr nicht? Oh. Das ist wenigstens Wachmann, der sich noch traut. Nicht schießen. Nicht schießen. Dankeschön. Und dann kommt er noch. Perfekt. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Ah, Zappalot. Das war besser erklommen als der Turm mit 3 Sternen. Das müsst ihr mir schon zugeben, oder? So, wir müssen jetzt mit Cesare sprechen, meinten die? Das werden wir nicht machen.
Aber wir müssen, glaube ich, den armen Damen jetzt die Neuigkeit verbringen, dass ihre... War das jetzt eigentlich die Chefin? Weil vom Namen her sollte es ja eigentlich die Dame des Hauses sein. Aber die sah nicht anders aus. Also die sah eigentlich genauso aus wie die anderen. Das ist nicht böse gemeint. Wirklich nicht böse gemeint. Das ist eine Chefin, die auch ebenfalls ihre Arbeit, naja, verbringt. Egal, wir werden uns einfach nochmal den langen Weg widmen und nochmal erneut mit den Damen reden. Und uns darüber freuen, dass wir einen neuen Borgia-Turm besiegt haben und 1000 Florin erhalten haben. Wir sind reich. Wir sind reich. Und diese überdramatische Musik, die muss nicht sein. Die muss wirklich nicht sein. So, was haben wir alles erreicht? Wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet. Das heißt, weniger Wachen, die uns einfach auf den Sack gehen. Das, würde ich mal sagen, ist ein ziemlicher Vorteil. So, ein Moment. Wir sind gleich wieder da. Ich werde sonst wahrscheinlich schneiden, glaube ich. Warte, ich setze mir einfach erstmal eine Markierung. Dann habe ich immer ein besseres Gefühl, weil ich dann endlich weiß, wie lange ich noch latschen muss. An sich ist das gar nicht so viel. Ich glaube, ich bin einfach nur einen richtig fetten Umweg gegangen. Weil ich doof bin. Ich glaube, ich bin einfach wirklich nur einen Umweg gegangen. Und deswegen kam mir das so lang vor. So, einen Moment. Bitte nicht sterben. Nee, Izio, das ist... Nein. Wieso machst du das? Wieso? Geh runter. Ja. Perfekt. Puh. Egal, wir haben es geschafft. Und ich habe einen ganz leichten Adrenalinkick bekommen, um ehrlich zu sein. Das ist so doof, ich weiß. Aber ich bin halt immer so überdramatisch sterbe. Ich bin nicht gestorben dadurch. Ezio, du stabiler Schurke. Okay. Das ist natürlich gut. Oh Gott, ich komme hier nicht klar. Was sind das für Häuser? Das ist alles hier so eng. Und überall sind hier so Damen, die ziemlich traurig auf den Boden gucken. Warte, ich gehe den Weg, denke ich. Wir kommen schon an unser Ziel. Es dauert zwar ein bisschen, weil hier ist alles so... Ich gehe jetzt auf die Dächer, es reicht mir. Das ist so unglaublich. Und auf den Dächern geht es immer ein bisschen schneller vonstatten, aus meiner Sicht. So, und ich muss auch gleich gucken, weil wir müssen gleich zu einer Brücke hoch. Da konntest du dich festhalten. Und wenn wir dann über die Brücke kommen, dann müsste es einfach gehen. Aber ich glaube, ich schneide es wirklich, weil sonst dauert es einfach viel zu lange. So, Leute, wir sind da. Wir haben es geschafft. Nach langer, langer Zeit. Und ich sollte hier gar nicht hin. Nein. Verdammt. Einen Moment. Wir nehmen den Hintereingang? Das ist aber nicht sehr seriös von dir, Ezio. Warte. Nehmen wir jetzt den Hintereingang oder nicht? Wo soll ich hin? Sag es mir, Spiel. Sag es mir. Hoch? Ach so, wir sollen hoch. Genau, wir brechen erstmal ein ins Haus. So funktioniert das. Vertrauen. Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein. Oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia... Bist du ganz allein? Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Mit den Architekten sprechen, um die Rosanfiore mit 2500 Florin zufälligerweise zu renovieren. Das machen wir. Das ist so cool, dass wir einfach alles renovieren dürfen, was wir wollen. Aber müssen wir dafür erstmal rein? Oder was? Ich glaube, wir müssen rein. Ja, wir müssen rein. Naja, ich kann mich daran erinnern, wir müssen rein. Verdammt. Und was ich auch cool finde, ist... Kommt schon. Wer von euch mag Claudia und wer von euch nicht? Ich finde Claudia voll nice. Also klar, sie übernimmt jetzt gerade ein Bordell und das ist vielleicht nicht der Wunschjob vieler Mädchen, aber sie ist sehr freundlich und sehr nett. Glaube ich. Jedenfalls zu den Frauen, nicht unbedingt zu Ezio.
Müssen wir doch nicht rein? Ich könnte schwören, dass wir einmal drin waren in der Gilde. In der Gilde, sag ich jetzt schon. Das ist keine Gilde, Leute. Das ist keine Gilde. Aber jetzt mal echt. Wo müssen wir denn rein? Ich kann schwören, dass ich einmal in diesem Modell drin war. Im Spiel. Ne? Im Spiel. Ich bin jetzt gerade E drücken mit den Architekten. Ich drück E. Oh nein, ich habe mein Pferd gerufen. Nein, Pferd. Nein, ich möchte dich gar nicht sprechen. Oh nein, ich höre das Pferd schon kommen. Bitte bleib weg von mir. Ich wollte dich gar nicht rufen. Steht vor dem... Steht er zufällig gerade vor dem Gebäude? Er steht vor dem Gebäude. Lass dir was anderes einfallen. Wow. Okay. Im Gegensatz zum strengen geometrischen Brutalismus, ich lese auch deine Geschichte nicht vor, weil das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Bitte helf uns. Ja, renovieren wir mit dem ganzen Geld, das wir aktuell haben. Ein schönes Stück Arbeit. Ah. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Katharina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene. Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Schwere Wandlungen, volle Synchronisation, nicht schwimmen. Ey Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir mussten wirklich nicht schwimmen. Und ja, wir haben ein schickes Bordell errichtet. Und ich glaube, wir können auch an die Tafel ran, die uns Claudia gezeigt hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind Quests, die man machen kann. Wenn man die Quests macht, kriegt man Belohnungen. Ich glaube es noch. 0 von 10 mal Kudisan eingesetzt, um Wachen abzulenken. Das kriegen wir schnell hin. 0 von 10 geht dann durch Untertauchen in der Menge oder Verstecken entkommen. 0 von 20 Feinden auf Wachposten mit einer Armbrust eliminiert, ohne entdeckt zu werden. Oh Gott. 0 von 10 von Wachen gerittene Pferde gestohlen, ohne die Reiter zu töten. 0 von 5 Leichen in Brunnen oder Heuhaufen, das kriegen wir auch hin. 0 bis 15 Wachen vergiftet, kriegen wir auch hin. 0 bis 20 Wachen während eines Rauchbombenangriffs eliminiert, dauert ein bisschen, aber kriegen wir auch hin. 0 bis 10 Attentate auf Wachen von hinten ausgeführt, ja, das kriegen wir auch hin. Und 0 von 5 Attentate auf Wachen aus untergetauchter Position heraus ausgeführt, das kriegen wir auch hin. Ich weiß gerade nicht, was es bringt, wenn man alles macht. Wenn das jetzt wieder einen Bug verursacht, dann ist vorbei, sag ich dir. Aber wir können das gerne auch gerne machen. Kurtisanengilde zu beenden, Herausforderung für den nächsten Rang 2. Was passiert denn, wenn die in Rang 2 sind? Ich mach das erstmal nicht. Und wir schauen uns das später an. Mit Maria reden, um Aufträge der Kurtisanen zu erhalten. Guck mal, unsere Mutter gibt uns auch mal Aufträge. Ich weiß gar nicht, ob sie so stolz auf uns und ihre Tochter ist, dass wir jetzt in einem Bordell arbeiten, aber ist in Ordnung. Und hoffentlich finden die dann auch vielleicht ein paar Informationen über Sophia raus. Das nächste Mal gehen wir ganz kurz zurück raus aus den Animus und rein in die Realität und gehen danach zurück und gucken mal, ob unsere Mutter irgendetwas Wichtiges für uns als Auftrag hat, und ansonsten werden wir uns in den anderen Orten und Erinnerungsanfängen nochmal vertragen. Aber ansonsten verabschiede ich mich erstmal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, und sag dann auf Wiedersehen.